Hallo zusammen, ich möchte euch heute unser neues Quiz-System unter dem Namen QuizCMS bzw. der Domain quizcms.com vorstellen. Wir haben ein Online-Quiz-System entwickelt bzw. ein Tool entworfen und gebaut, mit dem ihr ganz praktisch und bequem Online-Quizzes erstellen könnt, die ihr dann auf euren Webseiten ganz, ganz einfach mit 2 Zeilen Code integrieren könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist letztendlich dieses Quiz-System zu buchen. Das geht hier über den Jetzt-Buchen-Button und dann im Checkout auswählen, ob ihr einen Monat oder ein Jahr im Voraus bezahlen möchtet. Eine Subdomain auswählen, meine Firma zum Beispiel, info@quizcms.com. Passwort wiederholen, dann gebe ich noch meinen Namen ein, Testfirma, Teststraße 1, in Testhausen, ich bin in Deutschland, gebe meine Kreditkartendaten ein, Gültigkeitsdatum, meinen CVC-Code und schon richtet unser System ein Quiz-CMS bzw. das Backend für das System auf der ausgewählten Subdomain meinefirma.quizcms.com ein. Das dauert ganz kurz und sofern die Zahlung erfolgreich durchgegangen ist, landen wir dann direkt hier auf Quiz-CMS im Kunden-Backend. Hier finden wir nochmal unsere Daten, kurze Anleitung, wie es funktioniert. Hier kann ich auch das Abonnement kündigen, weil sich das auch bei den Monatsaccounts einmal im Monat eben verlängert. Wenn ich es gekündigt habe, das machen wir jetzt einfach mal, um es zu zeigen, dann habe ich statt der nächsten Zahlung eine Restlaufzeit, die wir gleich sehen werden, bis 3.4. Ich sehe, wann es gekündigt wurde und ich kann es aber auch jederzeit reaktivieren. So, warum haben wir dieses System gebaut? Quizze, insbesondere Quizze, die mit einem Gewinnspiel gekoppelt sind, so wie bei uns, funktionieren im Internet richtig gut. Und man hat schöne Möglichkeiten, diese Quizze zu seeden, also das heißt zum Beispiel über Social Media zu verteilen und damit Shares zu generieren und Markenaufmerksamkeit und Reputation aufzubauen. So ein Quiz eignet sich natürlich ideal für erklärungsbedürftige Produkte, so ein Quiz eignet sich ideal für Produktneueinführungen oder für Reisedestinationen oder. Also da gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten. So, wir haben das Quiz jetzt eingerichtet. Das läuft jetzt dann gleich auf der Subdomain meinefirma.quizcms.com. Kann allerdings bis zu 5 Minuten dauern, bis es eingerichtet wurde. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie das Ganze funktioniert. Hier im Kundenbackend übrigens unten gibt es noch die Rechnungsdaten bzw. die Rechnung als PDF-Download. Und jedes Mal, wenn es verlängert wird, gibt es natürlich auch eine neue Rechnung. So, unser Quiz-System-Backend wurde installiert auf meinefirma.quizcms.com und ich habe jetzt auch schon ein Testquiz angelegt. Das können wir uns hier in der Vorschau angucken. Beziehungsweise wir haben hier unsere Quick-Icons, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, ich kann hier in den Bearbeiten-Modus wählen. Ich kann jedes Quiz zu jeder beliebigen Zeit editieren, das heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder mir noch eine tolle Frage einfällt, dann kann ich die im Nachhinein hinzufügen. Es gibt das Quiz-System auf Englisch und auf Deutsch, voreingestellt ist immer Deutsch, also ich kann hier die Backend-Sprache wählen und hier die Sprache fürs Quiz dann in der Frontend-Ausgabe. Man muss ein paar Basisdaten eingeben, wir haben aber über jeder Box erstens einen Erklärungstext und zweitens steht auch in den Feldern drin, was man dort eintragen muss. Das ist eigentlich recht selbsterklärend. Ich habe hier schon mal eine Frage angelegt. Wenn man eine neue Frage anlegen möchte, ist es ganz einfach. Ich klicke hier einfach auf Neue Frage und schreibe hier rein, wie ist die Antwort auf alle Fragen. Ich kann hier noch reinschreiben, du weißt es nicht, dann schau dir diesen Film an, Doppelpunkt,
Und dann kann ich hier einen Link einfügen, ist gleich http://www.hitchhikingthegalaxy.de zum Beispiel. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Film ansehen. So, dieser Part erscheint hier in der Frage an sich, und wenn ich eine Antwort geklickt habe, dann bekomme ich die Erklärung. Und da kann ich jetzt eben alles Mögliche reinschreiben. Bla bla bla. So, dann sage ich, ich habe 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu beantworten. Antwort 1 ist 42, Antwort 3 ist 45 und Antwort 3 ist so. Und die richtige Antwort markiere ich mit dem Radio-Button. Jetzt weiß das System, welche Antwort richtig ist und kann es dann zuordnen. Dann speichere ich das Ganze und jetzt habe ich schon mein Quiz mit 2 Fragen. Das heißt, wenn ich hier in der Quiz-Übersicht in die Vorschau gehe, bekomme ich das große Testquiz mit dem Text, den ich eingefügt habe. Ich starte das Ganze und sehe jetzt hier oben, fängt die Zeit an zu laufen und muss mir jetzt eine Antwort aussuchen. Ich klicke jetzt mal da drauf. Aha, gut, die war richtig, die Zeit hat angehalten. Jetzt hat der User schon Punkte gesammelt und habe hier eben die Antwort und nochmal die Erklärung. Wenn ich weitergehe, komme ich auf die nächste Frage und da läuft die Zeit schon wieder. Jetzt kann ich mir hier eine Antwort eben raussuchen und, falls ich sie nicht weiß, kann ich hier auf diesen Link klicken und kann damit zum Beispiel die User animieren, in meinen Content zu kommen. Wir nennen es Content-Pull-Funktion. So, ich mache jetzt mal bewusst eine falsche Antwort. Wenn man falsch beantwortet, dann sieht das Ganze so aus. So, wir hatten ja nur 2 Fragen, das heißt, wir kommen jetzt im nächsten Schritt eben in die Abschlussseite, in die Highscore-Anzeige. Da sehen wir, ich habe 94 Punkte in 27 Sekunden. Hier kann ich extra Punkte sammeln, das ist eines der Highlights von diesem Quiz-System. Da die User ja in der Regel teilnehmen, weil sie was gewinnen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es teilen, um Zusatzpunkte zu bekommen, relativ hoch. Und wir haben in Quiz, die wir schon für größere Kunden gemacht haben, die Erfahrung gemacht, dass wir Sharequoten zwischen 50% und 70% sogar erreichen können. Ja, und wenn wir die Shares gemacht haben, also den Punkt kann man natürlich auch überspringen, dann kommen wir zu der Gewinnspiel-Subscription. Also die User müssen sich dort eintragen, um überhaupt am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, da haben wir sehr, sehr gute Eintragsquoten und auch sehr, sehr gute Doppelt-Opt-In-Bestätigungsquoten. Ich trage meinen Namen ein, trage meine Telefonnummer ein, ist optional, steht auch dabei dann. Und eine E-Mail-Adresse kann sagen, ob mein Name in der Highscore-Liste auftauchen soll und ich muss den AGBs zustimmen. Und dann speichere ich das Ganze und bekomme dann eben die Dankesmeldung. Wir haben dir eine E-Mail gesendet und klicke den enthaltenen Link zur Bestätigung an. Das ist der Ablauf von dem Quiz. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Und dann gibt es eben noch die Highscore-Liste. Die sieht dann so aus, also alle, die das dann doppelt Opt-in auch bestätigt haben, die landen in der Highscore-Liste. Die Highscore-Liste muss nicht in so einem Tab-Menü erscheinen, wie wir es hier haben. Das ist einfach nur die Preview-Variante. Die Highscore-Liste kann man als separaten Embed-Code zum Beispiel auch auf eine extra Landing-Page packen. Wir haben gerade gesehen, wie die Frontend-Ansicht aussieht, also das, was der User letztendlich als Quiz sieht auf der eigenen Seite. Kommen jetzt nochmal zurück zum Backend. Einfach nochmal, um diese Quick-Icons hier hinten zu erklären. Im Bearbeiten-Modus waren wir ja drin, den kann man jederzeit nutzen. Also auch innerhalb eines laufenden Quizzes können wir Veränderungen vornehmen. Wenn wir gespeichert haben, sind die direkt auf der Webseite, wo das Quiz läuft, auch online. Wir haben hier die Möglichkeit, unser Quiz zu stylen. Ups, jetzt hat es mich gerade rausgeschmissen. Dann logge ich mich nochmal ein. So, das ist der Styler. Also ich habe hier, kann meine Schriftart und den Rahmen stylen. Ich kann den Kopf- und Fußbereich stylen. Ich kann den Inhalt so ein bisschen stylen und auch die Schaltflächen. Das ist die allgemeine Ansicht. Also zum Beispiel das Quiz-Intro mit der Quiz-Beschreibung. So sieht die Farbe im Moment aus, wenn eine Antwort falsch gegeben wurde. Und so sieht es aus, wenn es richtig gegeben wurde. Und hier muss man dann halt einfach
jeweils wählen, was man bearbeiten möchte und kann dann die Änderungen hier vornehmen. Wenn man speichert, ist es dann live. Genau. Also relativ einfach auch anzupassen. Ganz schön hier die Statistik. Wir haben eine Echtzeitstatistik drin. Sehen wir jetzt hier schon heute am 3.3., weil wir es gerade frisch angelegt haben. Haben 6 angefangen und 6 beendet. Das war natürlich ich. Ich habe es nicht geteilt, weil die Share-Funktion scharf ist. Also ich wollte jetzt nicht einen Demo-Quiz auf Facebook und Twitter teilen. Aber hier erscheinen dann direkt auch in Echtzeit die Shares. Ich kann mir noch andere Daten rauslassen, wie Herkunft, Durchschnittszeit, Clickouts. Also wenn ihr Besucher aus den Quizfragen oder aus den Erklärungen in den Content geholt habt, Shares nochmal, begonnen versus beendet und auch Devices. Also ich kann dann schauen, wurde mit Desktop oder mit mobilen Endgeräten zugegriffen. Das ist die Statistik. Dann haben wir hier noch die Gewinnerliste. Also da werden dann in der Regel die ersten 10 eben aufgeführt. Ich bin jetzt der Einzige, der im Moment teilgenommen hat. Deswegen sieht man mich hier. Und wenn ich die Gesamtliste haben möchte, kann ich hier reingehen. Da sind jetzt die ganzen Test-User drin, mit denen wir vorher Tests gemacht haben. Und einer hat es auch schon per Doppelt-Opt-In bestätigt. Die anderen haben die Mail bekommen, aber haben eben noch nicht geklickt. Ich kann mir die Liste hier als CSV dann runterladen und zum Beispiel in meine Newsletter-Software, Mailchimp oder was auch immer ihr nutzt, kann ich die dann wieder importieren. Ja, und jetzt kommt das eigentlich Praktische an der ganzen Geschichte. Das ist unser Embed-Code. Für das Quiz brauchen wir im Prinzip nur diese Zeile und müssen dann noch entweder synchron oder asynchron, je nachdem wie man es möchte, noch einen JavaScript-Loader drunter packen. Das heißt, wenn ich das Quiz an einer beliebigen Stelle in meinem Content oder auf meiner Seite einbinden möchte, dann brauche ich diesen Div-Container und dann entweder diesen oder diesen JavaScript-Loader noch dazu und schon ist es online. Das gleiche für die Highscore-Liste. Also ich könnte die Highscore-Liste auf eine separate Landingpage packen. Ich kann die auch unter das Quiz packen, wie ich möchte. Ja, mit diesem praktischen Embed-Code geht es eigentlich relativ einfach und wir sind systemunabhängig. Also es ist völlig egal, ob das in WordPress, CMS oder in Joomla, Drupal oder was auch immer es ist, integriert werden muss, das Quiz. Oder auch ein Shop-System wie Magento oder XT-Commerce kann man reinpacken, solange man Zugriff auf den Quellcode hat beziehungsweise über den Editor Inhalte einfügen kann. Ja, man kann natürlich ein Quiz auch löschen, wenn man möchte. Muss man natürlich nochmal bestätigen. Ich presse jetzt mal ab. Ja, ansonsten hier oben nochmal schnell die Sprache. Hier kann ich die Sprache vom Backend umstellen. Ich switche jetzt einfach mal auf Englisch. Da sieht es dann so aus. Und auch auf Deutsch habe ich es zur Verfügung. Hier haben wir Gruppen. Wir können uns über die Gruppen und über die Benutzer eben eine eigene Benutzermatrix zusammenklicken. Sofern wir denn zum Beispiel eine größere Redaktion haben und verschiedene Themenressorts zum Beispiel und verschiedene Redakteure auf dieses Quiz-CMS loslassen und können dann eben die einzelnen Quizze den einzelnen Mitarbeitern zuteilen und damit Verantwortlichkeiten schaffen. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende von der Einführung von quizcms.com. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe natürlich auch, ihr probiert es aus. Bis dann. Danke. Tschüss.